Schlamm, damit die Sache relativ zügig voran. Jonas Buchli, ihr habt zwei Teilnehmer aus einem isländischen Team. Ist Island führend in der Protestentwicklung? Also es gibt da große Aktivitäten in Island, wenn ich es richtig sehe, ist es von einem führenden Team. Das machen die Grundschüler, wenn man die Was auch auffällt, es gibt Leute mit einem aktiven und einem passiven System. Band 2 und 3 haben ein passives System, Band 1 und 4 ein aktives. Was ist da der Unterschied? Es geht nicht um Tempo, es geht nicht um höher oder schneller, es geht um das Überwinden von Alltagssituationen. Wat we verwacht hadden, dus 4 Die resultaten, Billy Castello gewinnt vor Dimitri.